Damit hat der Verkäufer bei Bares für Rares sicher nicht gerechnet. Aber seine alten Dias, die bei einer kirchlichen Versteigerung fast liegen geblieben sind, erzählen die Geschichte eines amerikanischen Geheimbundes. Im Händlerraum folgt die nächste Überraschung, allerdings keine positive. Horst Lichter kann die Geschichte hinter dem mysteriösen Objekt in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow Bares für Rares kaum glauben. Experte Sven Deutschmanek erkennt in den Glasdias das Zeugnis eines amerikanischen Geheimbundes. Dem Verkäufer ist der Zusammenhang neu. Doch im Händlerraum kassiert er dafür keine Extrapunkte. Franziska und Simon aus Schönbeck haben die Holzlatte mit Dias einst bei einer Versteigerung erstanden. Der Erlös wurde für Restaurationsarbeiten in der Gemeindekirche eingesetzt, erklärt der Verkäufer seinen seltsamen Fund. Das Holz wollte erstmal keiner haben, aber es sah alt aus und deshalb nahm ich es mit. Sven Deutschmanek erklärt, dass die Bilder ursprünglich in eine Laterna Magica passen und anscheinend die Tugenden eines amerikanischen Geheimbundes aufzeigen. Der Bund heißt Knights of Pythias, erzählt der Experte weiter und Lichter seufzt ach, als er sich die Bilder im dunklen Glas genauer ansieht. Die Ritter der Pythias haben sich 1864 in Washington, D.C. zusammengeschlossen. Der Gründer Justus Rathbone, Beamter des Kriegsministeriums, hat den Bund im Zeitalter der Brüderlichkeit ins Leben gerufen. Und die Dias zeigen die Grundprinzipien des Bundes wie Mitgefühl und Liebe, um sie auf Vorträgen zu präsentieren. Doch die Holzlatte, die wohl um 1900 bis 1910 gefertigt worden ist, zeigt Mängel. Zwei Szenen sind abgebrochen, und auch die Farbe auf den Bildern wirkt altersbedingt sehr blass. Der Zustand ist demnach nicht ganz perfekt, bemängelt Deutschmanek. Der Wunschpreis liegt deshalb auch nur bei 30 Euro. Der Experte schätzt dennoch höher, auf 100 bis 150 Euro. Denn das findet man in Deutschland nicht an jeder Straßenecke, lobt Deutschmanek. Auch Lichter betont, mit der Geschichte vom Geheimbund haben die Dias auch für mich eine ganz andere Wertigkeit bekommen und zückt danach die Händlerkarte. Sind das Hintergründe für das Theater? Fragt Daniel Meyer, 4. V. L. stutzig. Doch Walter Lehnertz, L. schmunzelt allwissend. Ich kenne die Dinger, habe jede Menge davon. Auch Lisa Nütling, 2. V. L. braucht Hilfe bei der Einschätzung. Aber was ist die Darstellung? Lehnertz lacht. Das ist jedenfalls der Räuber-Hotzenplotz. Ich oute mich gleich, gesteht auch Sarah Schreiber, als die beiden Verkäufer im Raum sind. Denn sie kennt nicht einmal das Gerät, um die Glasbilder zeigen zu können. Nachdem Verkäufer Simon die Dias der Laterna Magica erklärt, lächelt Lehnertz wieder. Doch die Geschichte über den US-Geheimbund kennt auch er nicht. Wow, staunt Schreiber, 2. V. R. Über die Pythianer, die auch aktuell noch in den USA aktiv sind. Spannendes Objekt, kommentiert Nütling, hält sich mit einem Gebot aber zurück. Daniel Meyer, M. erkennt in einer bergischen Landschaft mit kleinen Häusern zwar nicht direkt eine würdige Tugend, bietet aber dennoch 50 Euro. Händler Lehnertz, L. erhöht, ich muss ja 80 Euro machen, obwohl ich genug von den Dingern habe. Kommen wir damit klar? Will er den Sack auch schnell zumachen? Doch der Verkäufer hat sich vor allem nach der Expertise mehr erhofft. Doch die Geheimbundgeschichte hat auch bei den anderen Händlerinnen und Händlern keine Wirkung.